Weißt du, was bei mir abgeht? Ich weiß gar nicht, habe ich das schon? Ich weiß gar nicht, habe ich das im Stream gesagt? Das Jugendamt war bei mir zu Besuch. Habe ich das schon erzählt gehabt bei der Reaction mit Fizzy? Ich weiß es gar nicht. Das Jugendamt war tatsächlich bei mir. Kurze Zeit, nachdem Shoyoka in einem Stream gesagt hat, dass ich das Sorgerecht für meinen Sohn verlieren soll. Womit sie halt meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Teilschuld hat, dass es halt passiert ist. Weil nämlich anonyme Mails an das Jugendamt geschickt worden sind, dass ich meinen Sohn verwahrlosen lasse, dass ich ein gefährliches Umfeld habe mit gefährlichen Freunden und so weiter und irgendwelchen anderen dummen Vorwürfen. Also es wurden nicht mal konkrete Vorwürfe genannt, das war alles so vage halt. Ja, der hat halt ein gefährliches Umfeld bei mir, aber was dieses gefährliche Umfeld ist, wurde halt tatsächlich nicht gesagt. Die waren auch nach 5 Minuten wieder weg, weil alles in Ordnung ist. Um das mal einzuordnen, in dem Stream sprach sie tatsächlich davon, dass das Jugendamt sich doch mal ihn als Vater genauer angucken sollte. Kann man immer noch im YouTube finden, diesen Stream. Es ist deshalb nur ein bisschen schwieriger, weil die ganzen VODs lässt sie ja löschen. Und ein paar sind aber hinter einer Bezahlschranke versteckt. Naja, also wenn ihr das passende Kleingeld habt, könnt ihr euch den Beweis gerne raussuchen. Und daraufhin haben halt ein paar aus ihrer Bubble, und sie spricht ja mal ganz genau von Reichweitenverantwortung, anonyme E-Mails ans Jugendamt geschickt. Weil witzigerweise gingen diese E-Mails erst nach dem Stream los, teilweise sogar währenddessen. Und deswegen ist jetzt KuchenTV dabei, Akteneinsicht zu bekommen, um auch zu gucken, von wem das kommt und ob sich seine Vermutung auch bewahrheitet, natürlich. Ne? Weil auch einfach jetzt irgendwelche Leute zu beschuldigen, ist, also namentlich, ist jetzt auch nicht okay, auch wenn ich glaube, dass er da so ziemlich recht hat. Aber ich kann es halt, wie gesagt, nicht beweisen, aber ich denke mal, sobald er die Akteneinsicht hat, werden wir da Licht ins Dunkeln kriegen. Ich trage auf jeden Fall Akteneinsicht, mache dazu auf jeden Fall ein Video und meiner Meinung nach hat Shoyoka da mindestens mal eine sehr, sehr große Teilschuld, weil sie diejenige ist, die das Thema Sorgerecht und Jugendamt und so weiter damit halt erst reingebracht hat. Und wer die Mails geschrieben hat, weiß ich natürlich nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht Shoyoka selber, gehe ich mal von aus. Ich könnte mir vorstellen, ne? Dave Ascaron, ne, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie das gewesen sind. Und ja. Jugendamt geht das nicht alles langsam zu weit. Das geht nicht erst langsam zu weit. Das Ganze eskaliert schon seit letztem Jahr und Leute könnten einfach zum Beispiel aufhören, Schurka-Content zu machen. Das wäre doch was. Stellt euch mal vor, wir würden einfach aufhören, alle von Shoyoka zu leben. Das wäre doch krass. Aber dann müssten sich halt einige Leute einen neuen Job suchen. Also rein gedanklich für mich, wenn jetzt Kuchen dir anbieten würde, dass euch zusammensetzt und alles klärt, nicht mal du persönlich kommen müsstest, wäre das ganze Thema gegessen. Sehe ich das richtig? Und doch, es könnte von heute auf morgen direkt enden. Shoyoka hat sogar zwei Möglichkeiten. Erstmal biete ich ihr seit 1,5 Jahren gefühlt in jedem Video an, dass wir reden. Ich kann das auch mit Ascaron machen und wir klären das Ganze. Hier mal ein Beispiel. Wir setzen uns hin, das musst auch nicht du sein, ich kann das auch gerne mit Ascaron machen. Und wir schließen einen Frieden. Keiner redet mehr über den anderen, wir ziehen unsere Anwälte komplett zurück, jeder bezahlt einfach seine Sachen und das Ding wäre gegessen. Das mache ich dir seit einem Jahr, dass sie sich immer noch hinstellt und sagt, dass wir schuld daran sind, dass es weitergeht. Es ist unfassbar, was ist in ihrem Kopf los? Nicht viel offensichtlich. Es könnte halt wirklich von heute auf morgen geklärt sein. Man zieht die Anwälte zurück, man ignoriert sich, man macht kein Content mehr. Das biete ich ihr immer noch an. Aber selbst das muss Shoyoka ja nicht mal machen. Sie hat uns ja nur erlaubt, auf Dinge zu reagieren, wenn sie über uns spricht. Sie könnte also einfach aufhören, über uns zu sprechen. Und schon würde die Thematik aufhören, weil wir nicht mehr auf sie reagieren können. Ich habe schon des Öfteren gesagt, dass mich sowohl ihr Gaming-Content als auch ihre politischen Sachen überhaupt nicht interessieren. Sobald sie aufhört, über mich zu reden, hätte ich kein Content mehr und die Sache wäre gegessen. Aber auch das möchte sie nicht. Sie möchte die ganze Zeit über uns reden. Und dann habe ich ja wohl auch das Recht dazu, mich in Videos zu verteidigen. Shoyoka redet in jedem Stream stundenlang über mich, die ganze Zeit. Es werden Lüge, Hetze verbreitet, es wird gehofft, dass ich mein Sorgerecht verliere. Aber wenn ich dann in einem Video sachlich darauf antworte, dann heißt es, ah, Mann, das ist alles nur Hass und Hetze und dieses Hate-Game. Ich blicke es, ich würde es wirklich gerne verstehen, wie man das so darstellen kann. Ich habe jetzt nicht so eine Medienkompetenz wie du oder deine Bubble, aber jetzt so rein theoretisch für mich gesprochen, klingt das eher so nach dem Motto, dass er das Ganze selber ganz gerne beenden möchte. Du musst nur einfach aufhören, ihn zu erwähnen. Oder ihr setzt euch einfach wirklich zusammen. Klar wird er von sich aus nicht aufhören, jedes Mal, wenn du über ihn redest. Dann wird er immer noch seine Reactions machen, gerade jetzt nach diesem Jugendamt-Vorfall. Damit musst du jetzt klarkommen, wenn du sowas raushaust. Die Frage ist jetzt halt nur, je nachdem, wie viral jetzt so eine Sachlage geht, wie viel noch von deinen Fans überbleiben. Weil jetzt mal ganz ehrlich,
er spricht schon ziemlich lange davon, sich mit ihr auseinanderzusetzen und mit ihr hinzusetzen und das alles auszuräumen. Jetzt frage ich mich natürlich, warum du das nicht möchtest, warum du nicht willst, dass ihr das klärt. Liegt es vielleicht daran, dass du Angst hast, wenn diese ganze Thematik und Geschichte vorbei ist, dass du weniger Follower haben wirst, dass du weniger Viewerzahlen bekommst? Ist es das vielleicht? Oder hast du Angst, dass die mediale Aufmerksamkeit um dich drumherum aufhört? Ich kann das nur mutmaßen, aber ein bisschen genießt du das doch auch, oder? Weil sonst würdest du nicht andauernd jeden Influencer angreifen. Und ich meine wirklich jeden. Du haust Sachen raus. Ich habe hier schon mal einen Zusammenschnitt gemacht. Der Grund, warum ich das jetzt nochmal mache, war eigentlich, nach meinem letzten Video wollte ich das nicht mehr machen. Wie du siehst, hat sich mein Content jetzt wieder ein bisschen geändert. Aber jemand, der das Kind reinzieht und das schon wieder mehrfach, und das hast du schon mehrfach gemacht, das ist das Allerletzte. Das ist verachtenswert. Es gibt Kinder, die schutzbedürftig sind und Schutz brauchen. Die wirkliche Probleme haben. Die wirklich misshandelt werden. Die wirklich Hilfe von Jugendamt brauchen. Nutzt deine Reichweite dafür. Macht die Leute wach, dass sie aufpassen sollen bei ihren Nachbarn, bei den Kindern, dass sie mal hinsehen müssen. Dass, wenn ein Kind mit einem blauen Auge von der Schule nach Hause kommt, das nicht unbedingt in der Schule passiert sein muss. Warum nutzt du deine Reichweite nicht dafür? Das wäre doch vielleicht mal eine Idee, oder?